Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Dark Messiah of Might and Magic. Irgendwie haben wir es geschafft, bis hier unten in die dunkle Kathedrale vorzudringen, ins Herz, in den Keller sozusagen. Und ich habe natürlich wieder Hinweise von euch bekommen, unter anderem, dass ich überhaupt keine Rüstung anhabe. Vielen Dank für den Hinweis. Gewandung des Meisterdiebs, ich habe keine Ahnung, wann und warum ich die abgelegt habe. Des Weiteren habe ich offenbar Blitzdolche gefunden, die Eisdolche gefunden. Giftkries habe ich, Blitzdolche habe ich schon, okay. Ufer Drachenschmieden, nehme ich mal hin, ich lege meinen ganzen Dolch überhaupt mal in die Nähe voneinander. Nicht, dass ich noch sowas wie eine Ordnung irgendwann bekomme, das wäre ja absurd. Komm, kann ich gleich mal die Schriftrollen noch zusammenpacken, so. Die vielleicht noch und das dann vielleicht hierhin. Immer voller Köcher habe ich gleich zweimal, warum auch nicht. Hier diverse Ringe habe ich. Ja, und da sind so ein paar Dinge, Klingen, gleich welche Art. Hier ist so ein Trank, da ist noch so ein Trank. Hier ist irgendeine andere Rüstung, ein Plattenpanzer. Okay, also die ganzen roten Dinge, die brauche ich, habe ich erstmal nicht irgendwie sinnvoll platzieren können. Das schwarze Ohr brauche ich auf jeden Fall. Habe ich also noch ein paar freie Felder. Ja, okay. Die Spitzhacke, die unnötig war, habe ich, glaube ich, schon weggelegt. Ja, wundervoll. Gut. Danke für den Tipp erstmal. Und ich glaube, ich habe letzte Woche hier irgendwas gelesen. Ja, das Ding wahrscheinlich. Und ich würde sagen, ich speichere kurz mal. Aber schon lange nicht mehr gemacht. Und wir begeben uns weiter. Ach stimmt, hier habe ich schon einige Leute getötet. Da hinten liegt ein Stab, den ich nicht brauche, aber schon betrachtet habe. Da muss ich wahrscheinlich hin. Grund genug, um nicht dorthin zu gehen, erstmal dorthin zu gehen. Aber hier ist irgendeine Flasche Bärensaft, ist das richtig? Denn auch Nekromanten wollen leckeren Bärensaft trinken. Was ist das denn hier? Ah ja. Brauche ich nicht unbedingt. Wahrscheinlich für die Mundhygiene gedacht. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Ihr kennt das Ganze. Hier ist eine wundervolle Blutspur. Es sind eigentlich überall Blutspuren. Ist ein bisschen wie das Stasis-LP in... Kann man hier rein? Oh ja. Ist ein bisschen wie das Stasis-LP in 3D zu erleben. Also in First Person, wie auch immer. Eine Leiter, okay, jetzt nicht kurz hin. Kann ich dich hier irgendwie aufmachen? Wahrscheinlich durch einen der vielfältigen Hebel, die ich, wollte ich gerade sagen, nicht sehe. Da sehe ich aber was. Eis hat dem anderen. Erstmal Ölkrug. Seid ihr Zombies? Dazu ist es nicht mehr ganz klar im Kopf. Ich will mal rausfinden, was er so macht. Vielleicht nehme ich dafür vollzahber einen Bogen in die Hand. Nur so. Ohne besonderen Grund. Hier ist bestimmt ein Hebel. Da. Okay. Ihr seid nicht meine Freunde. Dann will ich auch nicht euer Freund sein. So. Wieder ein paar Headies. Na gut, dann wirst du jetzt sterben. Na komm schon. Ach da, wollte gerade sagen. Ich hab ja nicht so viel verpasst wie den anderen. Okay, das könnte ein bisschen schwieriger werden. Warte mal. Gut, haben wir das. Oh, das war schön. Auch du bist tot. Okay, kommen wir gleich zum nächsten. Öffnen sich jetzt beide gerade? Nein, okay. Moment. Und? So, mehr brauchen wir erstmal nicht. Speichern wir das Ganze. Ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Ich möchte eigentlich, ehrlich gesagt, nichts hinter mir lassen, was unangenehm nochmal mir in den Rücken fallen könnte. Deswegen hat das schon gewesen, das Ruhbetten. Wer hier runterfällt, ist wahrscheinlich selber schon tot. Oder zumindest, ich nehme an, das sind die Leute, die ganz oben gelegen haben und jetzt hier runtergefallen sind. Und deswegen sind sie so ein bisschen zombiehaft, weil sie ihr halbes Hirn schon irgendwo unten liegt. Hallo? Nicht? Leichnam, alles gut. Noch irgendwas Interessantes hier? Nee. Jeder hat so einen lustigen kleinen Krug. Das ist ja super. Sieht aus wie eine kleine Wasserpfeife, wo man dran, ordentlich dran zuschen kann. Ich wage aber zu bezweifeln, dass es besonders gesund ist. So. Wir haben hier... Oh, wir haben so viele Dinge. Wir könnten hier runtergehen, wir könnten da die Treppe hochgehen und wir könnten hier hingehen. Ich glaube, ich gehe erstmal die Treppe hoch.
einfach mal rauszufinden, was es dort gibt. Ein weiteres Gitter, okay. Ich mach schon mal auf, dass ich nichts vergesse. Ich werde es natürlich trotzdem vergessen. Haben Sie wirklich ein Portal im Steinhelm geöffnet? Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Das Licht ist anders, die Geräusche sind anders. Okay. Hier ist offenbar in einem ganz anderen Bereich, könnte ich mir zumindest vorstellen. Gibt es hier irgendwie sowas wie ein Schildchen? Hier geht's zum was weiß ich wohin? Ah ja. Zur Grube. Will ich schon zur Grube? Ich will noch nicht zur Grube, ehrlich gesagt. Gehen wir erstmal durch die eine Tür. So, mal schauen, was wir hier finden. Speichern. Aha. Ist hier wer? Nee. Gut. Zücke ich mal die Dolche. Was haben wir hier? Flasche mit Bärensaft. Der ist sehr beliebt in dieser Welt. Was ist das? Gegengift? Ja, warum nicht? Einige nette Betten für unfreundliche Gäste. Schattenstahl-Dolche. Habe ich doch schon, glaube ich. Gegengift. Habe ich die sogar ausgerüstet gerade? Was ist das? Ach ja, diese lustige Zange. Okay. Ansonsten ist hier nichts außer dieser fantastischen Schrift und ein paar Gitter, gegen die ich mich werfen könnte, falls ich mal irgendwann lebensmüde sein sollte. Ach, guck mal, ist das hier so eine Art Elektrobottich? Irgendwas wird hier reingeführt wahrscheinlich, in die Münder. Das können wir vorstellen, genau. Hier liegen Leute, Kopf in diese Richtung. Und irgendwas wird sozusagen da reingeführt durch diese Schläuche und sie können nicht entkommen. Habt ihr ein bisschen was von Akte X Tunguska, nur so am Rande. So, speichern. Habe ich die Schattenstahldolche schon? Ja, habe ich mittlerweile. Dann brauche ich sie wohl nicht ein weiteres Mal. Jetzt habe ich sie aber. Egal. Hätte ich sie vorher nicht gefunden, wären sie jetzt hier gewesen. In Ordnung. Gehen wir also weiter und betrachten uns mal diesen unteren Gang. Ich wette, die beiden Gänge sind miteinander verbunden. Das ist wirklich ziemlich tief. Warum habe ich das Gefühl, dass es irgendwie komisch sein wird, hier reinzugehen? Also unter anderem durch diese Leichen natürlich. Ich speichere mal, guck, was passiert. Ein Leichnam, aha. Wo komme ich jetzt hier raus? War das das andere? Ah ja, hier war ich schon mal. Alles gut. Ja, ja. Mach nur weiter da unten. Schade, dass man die Leiter nicht so schnell runterrutschen kann wie bei Dark Souls. Vielleicht gibt es ja irgendwie so einen Kniff, um das zu machen. Ja. Hier ist ein Hebel. Von dort komme ich. Oh Gott, ich muss krampfhaft versuchen, meine Orientierung zu behalten. Wenn ich diesen Hebel ziehe, komme ich dann dahin. Natürlich ist es versperrt. Das wäre zu einfach gewesen, oder? Gut, auf einmal kann ich es einfach mit Telekinese oder so rüberholen. Ich habe hier die, was sind das, 6? Vielleicht 5? Klappt nicht durch das Gitter durch, na gut. Dann schauen wir mal, da ist eine weitere Leiter. Und da ist ein weiteres Gitter. Hier sind weitere Gitter allgemein, okay. Bevor ich hier hochgehe, würde ich jetzt erstmal schauen, was ich denn... Also, was ich denn hier so finde. Ich habe das Gefühl, dass ich von der Seite angegriffen werde. Ist das Gitter hier oben offen? Nein, es gibt noch 2 Gitter, die ich mir betrachten sollte, offensichtlich. Irgendein Sinn muss das Ganze doch hier erfüllen, oder? Ich muss wahrscheinlich in irgendeinen Bereich kommen, an den ich sonst nicht gekommen wäre. Ja, in diesem Bereich war ich allerdings schon. Okay. Hier liegt jetzt gerade wieder Licht. Kann ich aber gerade nicht anschalten. Na gut. Ich jetzt... Ah ja, okay. Und wir haben noch eine weitere Leiter, die wir nicht erklommen haben. Und wir müssen irgendwie hier reinkommen. Es bleibt ja nur sozusagen der Weg von da hinten irgendwie. Oder wir schaffen es irgendwie, in diese Schächte hier oben zu kommen. Oder das glaube ich nicht wirklich. Gehen wir also mal hier hin. Die Leiter, die diesen komischen blauen Gegenstand doch am nächsten ist.
Nerv nicht! Mein Gott, das ist mal ein schöner Sandsack. Hier war ich definitiv schon. Okay. Gut, hat uns also kein Stückchen weitergebracht, dass wir jetzt das gemacht haben. Müssen wir also wirklich den weiteren Weg hier gehen. Okay, irgendwo hier drunter ist der andere Raum gewesen, das weiß ich. Also irgendwo in diesem Komplex müsste der komische Gegenstand gewesen sein. Kriege ich gerade nicht hin. Wahrscheinlich war irgendwo noch ein geheimer Weg oder ein geheimer Hebel. Passiert. Habe ich nicht erwischt. Passiert halt. So, hier kann man hochklettern, um überhaupt mal gar nichts zu erreichen. Und da sind sowas wie tote Sklaven. Auch wenn sie noch rumlaufen mögen. Ich weiß, es ist zwei wenigstens. Du da, bereite dich auf ein Verhör vor. Nein, das mache ich nicht. Ach guck mal, Zombie. Der Sklave ist auch schon tot. Ja, komm schon. Der muss kurz mal weg. Ich töte mal kurz den Typen da hinten lieber. Dann stirbt mich der Zombie auch gleich mit. Warte mal, bist du eine Wache oder bist du ein Stück Mauer? Du bist ein Stück Mauer. Wundervoll. So. Schnell die Dolche gezückt. Genau, wollte gerade sagen, es geht doch hier irgendwie seitlich ab. Da geht es hoch und hier dürfte keiner mehr drin sein. Der wäre jetzt wahrscheinlich gerade rausgekommen. Alter, das ist hell hier. Okay, speichern? Was ist das denn hier? Eine Flasche mit Beerensaft, was denn auch sonst? Ein Plattenpanzer, habe ich doch schon einen, oder? Ja. Was ist hier hinter? Irgendwelche Schlafkabinen, okay. Hier komme ich nicht rein, weil das Ding abgeschlossen ist. Komme ich hier rein? Hätte ich gerade vor dem Vorhang ein bisschen zurückgetrieben? Nee. War nur das Gefühl, ach guck mal. Einmal Lebenstrank, ein Mana-Trank und ein Steinhauttrank. Ah ja. So kleine Verstecke gibt es also auch noch. Sogar die Geräusche, wenn man gegen dieses Glas haut, sind authentisch. Das finde ich ziemlich geil. Oh. Okay, gibt es noch irgendwas Interessantes hier zu sehen? Das sieht mir erstmal nicht so aus. Man könnte hier sich wieder hochschießen mit irgendwelchen Seilen. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Aber gut. Das muss nicht zwingend heißen, dass es jetzt Sinn ergeben würde, dass ich es jetzt mitmache. So, eine weitere Treppe. Wir gehen uns wieder, wir kommen langsam wieder nach oben. Ganz langsam. Okay, ich hätte mal gerne sowas wie eine Karte. Das wäre nicht schlecht. Oh, guck mal, wir sind in einem Ladegebiet. Das heißt, wir haben einen Abschnitt abgeschlossen. Das freut mich sehr. Ich bin sehr gespannt, wie lange das Spiel noch geht. Ob wir sozusagen hier drin schon, also in diesen Gebäuden, unseren Endgegner treffen, den Alantir oder die Lian, wie auch immer. Die ich immer noch sozusagen vermute. Was ist hier? Zum Ostviertel. Ja, da waren wir ja schon mal. Okay. Dann lass uns mal diesen Gang entlang schleichen. Könnte auch mal versuchen, wieder ab und zu ein bisschen mit mehr Dolchen zu arbeiten. Je nachdem, wie es sich anbietet. Aber hier sehe ich schon, das ist ein größerer Raum. Hier würden sich natürlich auch gleich mal wieder Pfeile anbieten. Leanna, sie lebt! Hilfe! Ich höre menschliche Stimmen! Warum hilft mir niemand? Okay. Erstmal Leanna, nein! Okay! Tja, dann können wir wieder gehen, würde ich sagen, nicht wahr? So. Hier könnten wir hoch und hier könnten wir wahrscheinlich auch hoch. Das halte ich für keinen Zufall. Bestimmt kann man sich hier ganz hervorragend langhangeln. Auch das sieht aber schön aus mit dem Himmel da oben. Schauen wir erstmal kurz mal, was wir hier in diesem Seitengang finden. Wachen habe ich jetzt noch keine gesehen. Was ist das Dunkel? Wir grüßen dich, O Mutter der Stille. Wir begrüßen dich, Bote des Friedens. Nimm unser Opfer an. Segne uns mit Stille. Segne uns mit Frieden.
Erhöre unser Gebet. Ich segne euch mit Stille. Ja. Und still ist es. Das habt ihr eigentlich gelesen? Aha, nichts. Gut, euer Gebet wurde offensichtlich erhöht. Erhört, Entschuldigung. Aha, endlich mal Mana-Trank, das ist ja super. Noch irgendwas? Was ist das denn? Eine Schriftrolle des Sanktuariums? Schriftrolle des Einfriers. Schriftrolle des Sanktuariums würde ich mal so schätzen, dass es einfach nur bedeutet, dass wir sozusagen einen temporären Schutz haben. Ich könnte natürlich auch mal lesen, was es ist. Telekinese. Feuerfalle, Bezussens, Einfrierens, Spitzstrahl, Sanktuariums. Wirkt den Zauber Sanktuarium, wenn sie benutzt wird. Ah, gut, dann. Okay. Das war noch, noch aussagsloser als das, was ich gesagt habe. Okay, ein Buch. Nach dem Zwischenfall letzte Woche haben wir Fackeln in die Spinnengrube angebracht. Die Spinnen fürchten sich vor dem Feuer, sodass man nicht in Gefahr ist, wenn man nah bei den Fackeln bleibt. Oh Gott, ich ahne eine schreckliche Passage. Ich ahne sie einfach nur. Wir werden durch hunderte von Monstern laufen müssen und uns immer wieder an Lichtquellen orientieren müssen. Das hatte ich schon mal beim Metro, nicht wahr? Lars Kleif war das sogar. Zum Gebetsraum. Oh ja, lass uns doch mal gemeinsam beten, ist doch super. So. Ich habe ja eben schon mit den beiden Jüngern gebetet. Warum ich also auch mit den nächsten? Ganz langsam. Kann man hier irgendwas machen an diesem Ding? Nee, sah so kurz aus. Sah ein bisschen so aus. Diese Dinger sehen immer so aus, als könnte man damit irgendwas machen. Okay, der Gebetsraum liegt erhaben und im Dunkeln. Das passt eigentlich ziemlich gut. Speichern. Ich muss mich kurz davon abhalten, immer mit G zu speichern. Wie bei der Winter Nights. Okay, da ist ein Ritter. Ich wollte gerade sagen, der in meine Richtung guckt, deswegen kann ich nicht ausweichen, aber er guckt nicht mehr in meine Richtung. Das ist natürlich ganz praktisch. Ist es mir möglich, dich von hinten zu erdolchen? Wenn ich mich hier zum Beispiel im Schatten versteckte. Oder kann man sich nicht irgendwie hier so... Wie war das? X? Ja, ich bin gut versteckt. Und gleich drehst du dich in diese Richtung, wenn ich es richtig gesehen habe. Und du guckst nicht in meine Richtung, nicht wahr? Ich bin auch total gut versteckt, weil ich diese Schattenrüstung anhabe. Ebenfalls Heiligkeit auf Stufe 3 habe. Und verdammt weiche Sohlen habe. Oh ja. Da kommt noch einer. Hätte ich vielleicht vorher bedenken sollen. Los, geht zur Leiche. Das Haufenprinzip par excellence. Kommt noch jemand? So, ganz, ganz langsam. Wir wollen ja niemanden aufschrecken hier, nicht wahr? Alles gut. Hier hätte man sich wieder verstecken können, okay. Es wird heller. Wird es auch freundlicher? Ich glaube es ja fast nicht. Der Gebetsraum ist voll mit irgendwelchen Jüngern. Die ich leider alle töten muss. Nein, ich wollte das machen. Ja, stimmt, ist viel heller geworden. Ich fürchte mich ein bisschen davor, hier reinzugehen. Oh. Was? Nee, warte mal ganz kurz. Ich würde schon ganz gerne hören, was er zu sagen hat, muss ich gestehen. Deswegen möchte ich es ganz gerne mal laden. Das sind diese pompösen Reden, die bösen Menschen halten. So, ich gehe erstmal hier hin. Endgültig und für alle Zeiten versiegelt.
Was in den Kriegen des Feuers begonnen wurde, wird mit dem grimmen Kreuzzug beendet. Gesegnet sei die Mutter der Stille. Gut, ihr könnt es lesen und auch den Rest hören, deswegen... Guck ich kurz mal, ist da jemand? Ah, ja. Ich versuche bei euch vielleicht einfach mal nicht so auffällig zu sein. Alter Schwede, sind das viele. Ja, nicht so gut. Kann man das mit F9 laden? Man kann bestimmt mit F9 laden. Lasst uns beten. Ja, ja, mach das mal. So. Vielleicht sollte ich mein Schwert an den Lager hängen. Genau. Genau, jetzt speichere ich kurz hier. Guck, der Typ immer noch gerade genau in meine Richtung. Jo. Guck woanders hin. Okay, ich speichere noch, weil ich will wirklich mal versuchen, einmal vorbeizuschleichen. Oh Gott, weiter. Ich meine, vermutlich könnte ich jetzt tatsächlich alle besiegen. Aber ich kann doch mal versuchen, was... Bleib stehen, Ketzer! Ja, Entschuldigung. Ich wollte was wegschleichen. Wie ich schon sagte... Vielleicht schaffe ich es ja, ihn wegzudolchen. Sei bereit, Eindringling! Gut. Dich vielleicht mal dahin. Ist noch jemand, der rauskommt? Erstmal nicht. Hinten ist aber eine schön dunkle Ecke für den Fall, dass jemand rauskommen möchte. Du musst jetzt alle Wachen ausschalten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ich könnte euch auch Stück für Stück töten. Was bringt mir das? Vielleicht finde ich ja was Geiles vorne im Gebetsraum. Mal kurz speichern. Lasst mich kurz mal einen Blick reinwerfen. Viele Wachen. Lass mal den Raum erstmal liegen. Ich hoffe, ich muss nicht durch. Oh, ich muss durch. Das überrascht mich aber. Yeah. Ist das Ding offen? Nein. Was? Was? Das war eine Feuerfalle, oder? Hat das jemand gehört? Und warum regeneriere ich mich eigentlich nicht, weil ich den Ringer wieder abgewählt habe? So. Kann ich hier was machen? Nein. Hat dieser Ring, hat dieser Raum eigentlich irgendeine Bedeutung? Ich kann gerade nichts derartiges erkennen, also lass es erstmal sein. Gut. Es sei natürlich. Sei bereit. Oh Gott. Nee, ich lasse das Ganze mal kurz. Dieser Raum hat also keine Bedeutung, außer die Wachen zu alarmieren. Ich muss mich also jetzt schleichen in den Raum reinbegeben und Leute töten. Das tut mir ja furchtbar leid. Aber so soll es wohl sein. Ich gehe irgendwie davon aus, dass ich hier, wenn ich hier reingehe, die besten Möglichkeiten habe. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht komme ich einfach vorbei. Warte mal, wenn ich jetzt mich hier runter begebe. Kann man hier hochklettern? Ja, kann man wahrscheinlich, wenn man die Leertaste drückt. Ich bin gespannt. Ich muss offenbar in die Grube rein, wo Lianna reingefallen ist, weil ich total davon ausgehe, dass die überlebt hat, oder was?
Oh, da werde ich schon gerufen. Was ist denn mit dir? Alle sind schon ein bisschen in Aufruhr. Außer dem Herrn mit seiner lustigen kleinen Sichel hier. Okay, werde ich es mal anders probieren. Ich speichere mal, natürlich. Und gehen wir mal hier rüber. Lalala. Ich werde nicht gesehen. Das ist doch wunderbar. Gibt ja auch keinen Grund, jetzt mal alle zu töten. Klar, ich habe sie nicht mehr im Rücken und so weiter und so fort. Aber ich gehe davon aus, wenn ich jetzt hier runtergehe in die Grube, dass es eh keine Bewandtnis mehr hat. Jetzt also hier hochgegangen, um dann letztendlich wieder runterzukommen. Oder was, soll ich hier einfach runterstürzen? Was passiert, wenn ich das mache? Das ist nicht gewollt. Okay. Lass uns mal das letzte gespeicherte Spiel laden. Ich meine, zugegebenermaßen ist es mal etwas einfacher, wenn ich einfach alle Leute töte, kann ich mich natürlich besser umsehen. Das wäre natürlich jetzt die Rechtfertigung dafür, das zu tun. Ich soll vielleicht versuchen, da runterzukommen irgendwie. Wie auch immer ich das machen soll. Was habe ich übersehen? Wahrscheinlich vieles. Ich übersehe ja in der Regel relativ viel. Ich glaube, ich werde mal suchen, in der nächsten Folge diesen Raum hier erstmal zu leeren von Gegnern. Mache ich erstmal. Ich speichere mal und wir sehen uns gleich wieder.